hier die Ines Kochstudio und wie versprochen koche ich heute für euch weiter. Heute machen wir Putenbrustfilet mit Wirsingvollgemüse und Klößen. Wirsing habe ich heute nicht frisch eingekauft, ich habe es heute aus dem Glas, aber das machen wir noch richtig lecker. So, ich zeige euch jetzt die Zutaten und dann fangen wir an. Wir brauchen heute Putenbrustfilets, echten Katerschinken. Katerschinken? Ihr schlachtet hier keine Katze. Katen! Ich als Tierliebende habe Katerschinken gesagt. Katenschinken. Ja, die Katze wird noch gefangen. Ich würde nie im Leben eine Katze was Böses antun. So jetzt. Ja, wenn es schmeckt. Nee, schmeckt nicht. Gut, jetzt fangen wir nochmal an. So, wir brauchen heute Putenbrustfilet, Katenschinken, Wirsingkohl frisch oder aus dem Glas, Essig, Süßstoff, Dill, Geflügelsoßenfix, Rosmarin, tiefgefrorene Champignons, Möhren. Dann habe ich hier noch so ein Paprikagewürz, Salz für die Pute, Salz und Pfeffer und noch ein Rest Rotwein zum Kochen. Als erstes machen wir die Makrine heiß. Tomatenmark haben wir noch vergessen. Das nehmen wir noch mit rein, ne? Ach, und ich hole schon mal meine Klöße raus. Da ich ja wirklich überhaupt keine Zeit habe, mache ich heute die Klöße. Die sind total lecker. Brauchen wir sie nicht selber machen. Das sind halb und halb für den Kochtopf. Jetzt tue ich die Putenbrust hier rein. Und würzen die mit unserem Gewürzsalz Paprika. Ich drehe jetzt mal um, damit ich die andere Seite ummachen kann. Hier kommt immer so wenig raus. Ich würde immer am liebsten den Deckel hier runter machen. So, und dann mal so richtig schütten. In der Zwischenzeit setze ich das Kloßwasser auf. Wasser mit Salz. Action! Sieht aber schon lecker aus und riecht auch lecker. So, um die Putenbrust lege ich jetzt die Möhren, das kennt ihr ja von meiner Hähnchenpfanne. Und die Champignons. Den Wirsingkohl. Ich habe schon mal Makrine reingemacht und die lassen wir jetzt heiß werden. Und dann werde ich den Schinken, also den, ihr könnt auch Speck nehmen, also wenn ihr nicht unbedingt auf Fett achten müsst, könnt ihr auch richtig den fetten Speck nehmen. Das schmeckt natürlich noch viel, viel besser. Aber wir nehmen den, ne? Jetzt lassen wir das ankochen. Richtig schön kurz. Jetzt mache ich ein bisschen Tomatenmark dran, nicht zu viel, weil das soll ja keine Paprikasoße oder Tomatensoße werden, sondern nur das wegen Tomatengeschmack. So, jetzt mache ich den Wirsingkohl dran. In dem einen Glas habe ich das Wasser abgelassen, den Saft. Und bei dem anderen Glas habe ich es dran gelassen. So, ich habe hier noch kein Wasser dran gekippt, obwohl es so aussieht. Das kommt aus den tiefgefrorenen Möhren und aus den tiefgefrorenen Champignons. Jetzt mache ich Rotwein dran. Ich traue mich das schon gar nicht mehr zu machen. Mein Dill. Ein bisschen Süßstoff oder Honig, wie ihr wollt. Rosmarin. Ein
Salz und Pfeffer natürlich. Aber mit den Mühlen komme ich nicht weit. Ich nehme mein herkömmliches, ne? Warte. Jetzt drehe ich das noch einmal um, damit die Gewürze nach unten kommen. So, jetzt mache ich so viel Wasser dran wie Soße drauf, weil ich brauche bei Klößen ganz viel Soße. Und wir haben ja noch gleich unser Geflügelfix, damit es ein bisschen aufgepresst wird. Bei Putenbrust ist es ein bisschen schwierig. Aus Putenbrust kommt wenig Soße raus, so wie bei Rippchen oder bei Rouladen. Oder da muss man schon echt würzen können. Also eins muss ich euch jetzt sagen, ich brauche ja immer so viel Soße und wenn ich ein Gourmetkoch wäre und würde bloß so ein kleines Stück Putenbrustfilet machen, dann könnte ich die Soße auch aus dem Fleisch rausziehen, also eine richtige leckere Soße nur aus dem Fleisch. Aber ich brauche immer so 2-3 Liter für meine Klöße und für die 2-3 Tage danach und deswegen benutze ich eigentlich nur die Fertiggerichte. Normalerweise kriegt man das auch so hin, aber das ist jetzt mühsam für den Riesentopf, das alles zu kreieren. Aber ist wirklich sehr lecker. Könnt ihr ruhig nehmen. Keine Schande. Und so, die Putenbrust lassen wir jetzt eine Stunde köcheln. Ich hole jetzt den Deckel. Normalerweise braucht das nicht so lange, aber ich mag das ganz gerne, wenn es so auseinanderfällt, so auf dem Teller. Ich mache das nicht so in Scheiben, sondern ich tue das so auseinanderfetzen, sage ich mal. Ist total lecker. Okay, machen wir jetzt eine Stunde an. Ich habe den Deckel nie vorher da. So. So, jetzt würzen wir den Würsingkohl. Und zwar, ich habe den Speck schon dran gemacht, den Würsingkohl reingekippt. Ich mag das hier gerne ein bisschen süß-sauer. Jetzt mache ich ein bisschen Essig dran. Süßstoff. Schönen Gruß an die Gourmet-Köche. Aber ich nehme heute wieder meine Kiste und mein anderes Pfeffer. So, zusammenfassend, ich habe den Würsingkohl noch ein bisschen gesalzen, gepfeffert und gewürzt. Mit Essig, Salz, Pfeffer, Süßstoff. Schmeckt lecker. So, das Kloßwasser kocht. Jetzt lege ich so viel Klöße rein, wie ich mir brauche. Ich glaube, die sind sogar gefüllt in der Mitte. Muss ich gleich nochmal lesen. So. Ich habe jetzt 8 Klöße gemacht und der Rest kommt wieder im Tiefkühlschrank. Die Klöße lasse ich jetzt 25 Minuten kochen, so stand es drauf. Das stelle ich jetzt ein. Also nicht kochen, auf mittlerer Flamme. So, hier habe ich wieder meine Kartoffeln. Zum einen binden wir die Soße von der Pute und eine Kartoffel mache ich an den Würsingkohl, damit er auch schön sämig wird. Bereite ich jetzt vor, ne? So, jetzt mache ich die Soße schon mal dran, damit ich noch eine halbe Stunde mitkochen kann, wegen Geschmack. Geflügelsoßenfix. Ich habe gerade mal gekostet, ist sehr, sehr lecker. Kann man so lassen. Jetzt lassen wir das noch zu Ende kochen. So, jetzt habe ich die Kartoffeln geschält und eine mache ich jetzt an den Würsingkohl. Jetzt erstmal klein raspeln. So, die mache ich jetzt an den Würsingkohl. Der Würsing ist fertig. So, und die restlichen Kartoffeln sind für die Soße zum Andicken. Oh, die Klöße sind fertig, sie schwimmen oben. Das Essen ist fertig, glaube ich. Jetzt hole ich die Pute hier raus. Oh ja, ist fertig. So, jetzt dicke ich die Soße an mit meinen Kartoffeln, die ich ja gerieben habe. Thank you.
euch angerichtet. Ich habe euch einen Teller fertig gemacht und lasst es euch schmecken. So wenig esse ich natürlich nicht, das ist nur für euch zur Ansicht. Ich mache es nochmal das Doppelte drauf und das werde ich dann wegputzen. Bis nächste Woche. Tschüss.